Gemeinsam durch dick und dünn. Die Damen des TC Blau-Weiß konnten auch ihr zweites Bundesligaspiel gegen den Tennispark Versmold mit 6:3 gewinnen. Ein spannender und abwechslungsreicher Spieltag und mittendrin das Schwesternpaar Anna und Charlotte Klaassen. Toll, dass wir uns so gut kennen, natürlich auf und neben dem Platz und uns da so unterstützen können. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und macht das Ganze noch etwas schöner, dass wir uns dann sehen können. Wir sehen uns auch nicht mehr so häufig, von daher ist das super schön. Bereits seit 9 Jahren spielt Anna für den TC Blau-Weiß, stieg damals gleich mit der Mannschaft in die erste Bundesliga auf. Und auch wenn seit 3 Jahren nicht mehr erstklassig gespielt wird, bleibt die 27-Jährige ihrem Verein treu. Charlotte wechselte nur ein Jahr später aus Gifhorn nach Berlin und hat in der Hauptstadt ihre zweite Heimat gefunden. Der Qualität ihres Tennis scheint dies nicht geschadet zu haben. Wir ergänzen uns wahrscheinlich auch ganz gut. So, der eine hat seine Stärken, der andere hat seine Stärken. Und ja, heute war auch ein guter Tag. Also wir haben natürlich auch schon Doppel gehabt, die nicht so gut liefen, aber heute hat es alles ganz gut funktioniert, denke ich. Gegensätzlich läuft es für die beiden auch in ihren Einzelmatches. Charlotte, die gegen Joelle Stoer gar nicht ins Match fand, musste sich nach knapp 50 Minuten auf dem Court mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben. Anna hingegen, die die Partie ihrer Schwester zuvor genauestens verfolgt hatte, konnte einen starken Zweisatzsieg gegen Charlotte Römer einfahren. Die Ausgeglichenheit beider Mannschaften zog sich wie ein roter Faden durch die 6 Einzelspiele. Mit einem 3:3 ging es in die entscheidenden Doppelpartien, wo sich die Vertrautheit der gebürtigen Gifhornerinnen noch bewähren sollte. Ja, sehr viel Erfahrung da und gerade im Doppel hat man auch gesehen, die beiden zusammen sind da wirklich ein eingespieltes Team. Und der Funke springt dann auch meistens auch rüber zu den anderen und das schnappen die auch. Kein Wunder, denn immerhin waren Anna und Charlotte die Ersten, die sich über einen weiteren Punkt für das Konto des TC Blau-Weiß freuen konnten. Sie triumphierten über Thaisia Mordager und Juliette Stoer mit 6:2 und 6:1. Und auch die Paarung Jessica Malekova und Valentina Ivarenko sowie Sion Mendes und Martina Kollmeggner konnten sich über Siege freuen. Letztere nach einem spektakulären Match-Tiebreak von 18:16. Am Ende also ein 6:3-Sieg für die Berlinerin und eine klare Zielsetzung für das nächste Punktspiel. Wir schauen nach vorne, wir wollen gewinnen und wollen einfach wirklich unser Bestes geben, Spaß haben. Das sind so unsere Ziele. Das können Sie bereits am Freitag unter Beweis stellen, denn da geht es nach Nordrhein-Westfalen zum Tennisclub Union Münster. Und dann will der TC Blau-Weiß wieder auf geballte Schwesternpower setzen.